Ein weiterer Einwand, der uns in der Realität viel Probleme macht, ist: Vielen Dank für die gute Beratung. Ich muss aber jemand fragen, der nicht da ist. Übrigens, vielen Dank für die gute Beratung. Übersetzt auf Deutsch heißt: Ich kaufe bei Ihnen nicht. Viele Verkäufer denken sich, ja, der lobt mich und das ist schön. Nein, das ist nicht schön. Vielen Dank für die gute Beratung heißt übersetzt: Ich werde nicht bei dir kaufen. Zumindest heute nicht. Und wenn heute nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering. Übrigens, wenn die sagen, vielen Dank für die gute Beratung und haben Sie mal eine Karte, damit ich Sie anrufen kann, dann heißt das nicht: Ich will Ihre Karte, um Sie anzurufen, sondern das heißt, ich war schon in anderen Möbelhäusern, habe da auch nicht gekauft, aber ich habe verstanden, dass die Leute gerne Karten rausgeben. Also, vielen Dank für die gute Beratung, aber ich kann das nicht ohne meinen Partner entscheiden, ist oft ein Vorwand, manchmal aber auch ein Einwand, mit dem wir umgehen müssen. Wenn tatsächlich nicht abgesprochen ist, ob ein neues Sofa gekauft wird oder nicht, wird es relativ schwierig, da eine Unterschrift zu kriegen. Also, was machen wir? Einwandbehandlungsprozess. Und Sie erinnern sich noch, als erstes im Einwandbehandlungsprozess kommt der Airbag. Das heißt, wir puffern, wir signalisieren dem Kunden, ich bin okay, du bist okay. Einwand kommt, wir lehnen uns entspannt zurück, Stift weg, Vertrag weg, Bildschirm zur Seite und hören zu. In der Regel sagen die das nicht in einem Satz, sondern die wiederholen sich manchmal und sagen, wissen Sie, Sie verstehen bestimmt und meine Frau ist nicht dabei und ich kann das allein. Und wir hören nickend zu und signalisieren dadurch Verständnis. Nichts ist schlimmer, als dem Kunden in diesem Moment ins Wort zu fallen, weil wir wissen ja sowieso, was der sagt, wir haben es ja tausendmal gehört. Nein, das geht nicht. Wir müssen uns das zu Ende anhören und gleichzeitig uns klar machen, wir fahren jetzt den Prozess ab. Also, wir nicken. Danach aktives Zuhören. Verstehe ich Sie richtig? Sie wollen nochmal zu Hause in Ruhe das mit Ihrem Partner besprechen. Das ist bei Ihnen so üblich, dass man keine großen Entscheidungen alleine trifft. So, das aktives Zuhören. Als nächstes signalisieren wir auch Verbalverständnis und sagen, wissen Sie, kann ich Sie gut verstehen, gucken Sie, ich bin auch verheiratet und obwohl wir beide natürlich irgendwie getrennt auch unser Geld ausgeben können, sobald es beide betrifft und mit einem Sofa müssen sich auch beide Seiten wohlfühlen, muss man sich natürlich abstimmen und das ist ja auch okay so, das kann ich gut verstehen und also ich will ja nicht, dass Sie zu Hause da irgendwie in Ärger reinlaufen, nur weil Sie bei mir ein Sofa gekauft haben. Also ich will ja auch, dass es beiden gefällt. Ich bin okay, du bist okay. Erst nachdem wir sehen, dass der Kunde sich sichtlich wieder entspannt hat, forschen wir nach. Und die Lupe da, wenn Sie an den Prozess denken, die Lupe ist das nächste Bild, ist, worüber müssen die denn noch genau sprechen? Als erstes würde ich auch mal fragen, gibt es außer dem Thema, dass Sie das nochmal mit Ihrem Partner besprechen wollen, irgendwas, was Sie zögern lässt? Wenn der sagt, ja, ja, da gibt es noch was, dann war das der Vorwand und wir beschäftigen uns mit dem tatsächlichen Einwand dahinter. Also die eine Wand, die hinter der großen Wand aus Pappmaché ist. Wenn der aber sagt, nein, das ist es, ich muss unbedingt mit meinem Partner sprechen, dann müssen wir rauskriegen, wie weit die das denn überhaupt schon vorbesprochen haben. Ja, weiß Ihr Partner, dass Sie überhaupt sich für ein neues Sofa oder für eine neue Küche interessieren? Wenn nicht, dann ist es äußerst unwahrscheinlich, nicht, dass wir den aufs Papier gedrückt kriegen. Wenn der eine neue Küche kauft, zu Hause seinem Partner erklärt, ich habe gerade 15.000 Euro ausgegeben und die alte Küche kommt weg, das haut nicht hin. So, aber in der Regel ist das ja zu Hause schon besprochen worden. Da fragen wir, sind Sie sich denn mit dem Modell schon einigermaßen einig? Oder was Sie ungefähr für warentypische Sachen wollen? Haben Sie gemeinsam über ein Budget gesprochen? Hat Ihr Partner auch schon mal dieses Sofa gesehen oder diese Art von Hersteller? Das heißt, wir grenzen das Problem ein, wir gucken mit der Lupe genau hin und kriegen dann meistens raus, ja, das ist schon relativ weit besprochen, aber ich brauche noch das Finale, okay. In diesem Moment geht es darum, den Einwand zu isolieren, das heißt, an der kleinen Wand, an der einen kleinen Wand, dem Einwand, nochmal zu rütteln und zu gucken, steht da noch irgendwas dahinter? Das heißt, wir fragen, wenn dieses Problem nicht bestünde, könnten Sie dann entscheiden? Das heißt, übertragen auf die Situation, Partner fragen, wenn Sie jetzt zu Hause wären und Ihre Frau wäre genauso begeistert von diesem Sofa wie Sie, würden Sie sich dann jetzt entscheiden? Und oft, weil die Leute so spontan tatsächlich drüber nachdenken und sich in die Position begeben, sagen die Wahrheit, ja oder nein? Wenn die sagen, ja, dann würde ich mich entscheiden, dann können wir erst beantworten. Das ist die letzte, das ist die fünfte Stufe, wenn Sie mitgezählt haben, die Lippen, die aus der einen Wand kommen. Und jetzt sagen wir, na gut, dann habe ich was für Sie. Sie müssen sich jetzt noch gar nicht final entscheiden. Ich schreibe Ihnen hier einen Kaufvertrag. Da steht aber drauf, das Modell ist freibleibend und Sie haben bis morgen Zeit, das alles zu entscheiden. So, das ist natürlich rein rechtlich, wenn der morgen zurückkommt und sagt, ich will das gar nicht, ja, dann will er das gar nicht und
dann lassen wir den auch raus. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er dann, auch wenn der Partner noch irgendwelche Einwände hat, wieder ins Haus kommt und dann gegebenenfalls nochmal, weiß nicht, Leder gegen Stoff tauscht, damit alles passt, ist relativ hoch. Das heißt, das ist die Beantwortungsphase und dann sagen wir, gut, dann schreibe ich Ihnen das jetzt so auf. Das ist der Wetterballon, der Probeabschluss und Sie können das dann in aller Ruhe nochmal zu Hause mit dem Partner besprechen. Aber ich habe Ihnen schon mal den Preis reserviert.